Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder den Sonic Speed Simulator. Es gab ein neues Update, man kann jetzt den Amy-Skin freischalten und dafür muss man 5000 Kristalle farmen. Wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Welt ist am Laden, es gibt einen neuen Ladescreen und der Ladescreen, den finde ich blöd, weil der ist nicht zentriert. Der ist zu weit nach unten geschoben. Aber, oh nee, jetzt ist Sonic gar nicht mehr in der T-Pose. Warum haben die das weggemacht? Ich mochte Sonic in der T-Pose. Na gut, so, das neue Update ist draußen und wir schauen dann einfach, hier unten steht Event. Okay, Save Amy Event. Hahaha! I've trapped Amy Rose in their little Chow friends in a giant house orb. Ja, okay, danke schön, Dr. Robotnik. So, also ich muss pinke Kristalle sammeln. Ab 300 kriege ich diesen Chow, ab 1000 kriege ich diesen Chow, ab 3000 kriege ich diesen Chow und ab 5000 kann ich den Amy Skin dann freischalten. Kann man machen. Hier steht doch Unlock Now. Kostet mich nur 500 Robux. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob ich das mache. Aber wir versuchen erstmal die Experience zu machen. Hier ist Amy eingefangen in den Dingern. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. So. Aber die Frage ist, wo genau können wir jetzt diese Kristalle finden? Habt ihr eine Ahnung? Also ich habe keine. Uiuiui. Diese Crystals spawnen in Welten und sind für 3 Minuten da. Achso, also genauso wie bei den Karten. Pink Crystal to Free Amy appeared for 3 minutes. Überall? Das sind jetzt überall, weil das steht ja gar nicht in welcher Welt. Na gut, dann gucken wir einfach mal nach den Spots, wo man die pinken Kristalle finden kann. Bei dem letzten Event mit dem... Ah, hier, lol. Hier, ziemlich viele sogar. Na gut, dann sammeln wir die alle ein. Keinen übersehen. So. Nein, meine. Ich bin zu schnell, ich kann die alle nicht einsammeln. Schon wieder einen übersehen. Aber die sind ja hier richtig häufig. Man muss aber auch sehr viel mehr jetzt sammeln. Als es darum ging, den Skin, den ich jetzt habe, freizuschalten, da waren die Karten ja immer an bestimmten Spots und man musste gar nicht so viele Karten sammeln. Da war es sinnvoll, alle Kartenspots zu lernen. Hier sind die ja wirklich einfach auf bestimmten Routen verteilt. Und die Routen, die muss ich jetzt abklappern. Jetzt habe ich 71 von 300, um den ersten Schau zu machen. Das finde ich auch gut gemacht, dass die einen so Zwischengold setzen, auf die man erstmal hinarbeitet, dass das langfristige Goal, die 5000 Kristalle, gar nicht mal so weit abwegig ist. So, hier sind jetzt wieder keine Kristalle zu finden, da unten aber schon. Also gönnen wir uns die. So, haben wir hier noch irgendwo Kristalle? Wo sind die Kristalle, Leute? Ich habe keine Ahnung, wo die Kristalle sind. Ich bin Max Level. Okay, dann mache ich kurz ein Rebirth. Wiedergeburt, Wiedergeburt. Perfekt. So. So, und jetzt wird erstmal wieder rasiert. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal die Route. Habe ich da eben Kristall gesehen? Habe ich mir den nur eingebildet? Leute, ich werde verrückt. Ich bilde mir Kristalle ein. Ja, sehr gut. Da oben sind Kristalle. Den Looping schaffe ich eh nicht. Oder? Doch, den könnte ich schaffen. Na. So, ich muss ihn aber in die andere Richtung schaffen, weil da waren noch weitere Kristalle, die ich liegen lassen habe. Warte. Nein, die Kristalle sind weg. Ich muss jetzt wieder warten, bis sie da sind. Das Leben ist hart. So. Na gut, dann müssen wir einfach ein bisschen chillen. Warten, bis wir weitere Kristalle haben. Aber bis die nächsten Kristalle spawnen, habe ich doch safe schon wieder... dann habe ich doch safe schon wieder so ein hohes Level, dass ich zu schnell bin, um die einzusammeln. Übrigens, mir ist gerade aufgefallen, hier ist so ein Boing-Ding. Also, falls ihr den Sonic-Skin freischalten wollt, macht vielleicht doch einfach den hier. Ich glaube, das wäre viel einfacher. Oh Gott, ich Idiot, habe so lange versucht, diesen Looping hier hochzulaufen. Und es gab Leute, die meinten, ja, du musst auf den Berg da in der Mitte und dann da rauf. Oder du musst von da hinten rauf. Leute, ich sehe jetzt erst... Gab's das Ding hier schon vorher? Boing! Und hier hätte man die Karte dann bekommen. Na gut, holen wir uns die XP. Wupp. Und hier einmal durchlaufen. Und die Ringe natürlich. Oh, hab's wieder nicht geschafft. So, ich habe die ganzen Regionen nicht freigeschaltet. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal die nächsten Regionen freischalten. Das gehört ja irgendwo dazu, wenn man gerebirthed ist. Und ich hoffe, die Kristalle, die erscheinen dann bald auch wieder. Sonst bin ich ein trauriges Bärchen. Nein, gab es nicht vorher. Okay, Gott sei Dank. Dann habe ich mich nicht so umsonst geärgert. Aber schön für alle Leute, die jetzt neu anfangen mit dem Spiel. Die haben es dann leichter. Oh, okay, die Kristalle sind erschienen. Dann können wir gucken, wo so die Kristallspots in dieser Welt zu finden sind. Im Lost Tale. Appeared for 3 minutes. Direkt hier am Spawn sind welche. Das ist schon mal gut. Hier hinten war auch immer eine Karte zu finden. Für den Sailor Tail Skin. Das fand ich sehr cool. So, jetzt müssen wir hier einmal hier hochlaufen. Nein, ich bin dann vorbei. Aber hier, oh, da kriegen wir eine Menge. Da kriegen wir eine Menge. Woohoo! Und hier. Yeah. Nein, nein. Okay, ich hatte keinen Boost mehr. Ich habe ihn verbraucht. Aber ich würde gucken. Aber hier gibt es überall welche. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Route laufe ich als nächstes. Welche lohnt sich am meisten? Ich glaube, jede. Hauptsache, ich mache sie schnell und präzise. Das war nicht präzise. Ich habe schon wieder 2 liegen lassen. Oh Gott, ich lasse so viele Kristalle liegen. Die Zuschauer weinen bestimmt schon. Nein, Conny, du hast welche liegen lassen. Ich weiß, ich kann es nicht besser. Schon wieder. Ja, da, meiner. So. Yeah. So, und hier hinten sind dann nochmal
einige Kristalle, die ich mitnehmen kann. Ich habe jetzt schon 261. Das bedeutet, den ersten Schau, den kriegt man ziemlich schnell zusammen. Und vom ersten Schau bis zum zweiten Schau ist es dann ja auch gar nicht so weit. So, holen wir uns noch die hier. Laufen wir durch den Looping, weil hinter dem Looping sind die nächsten Kristalle zum Einsammeln. Und da hinten sind die nächsten. Und ich habe schon wieder einen übersehen, Leute. Ich habe schon wieder welche übersehen. Ich muss zurück. Muss zurück, Leute. Meiner. So. Sind hier Kristalle? Nee, hier sind keine. So. Wo können wir noch welche finden? Ich habe keine Ahnung. So, wir sammeln hier noch. Augenblick, habe ich die vorher nicht schon alle eingesammelt? Sind die respawned? Heißt das einfach, die respawnen? Oh mein Gott, wenn die respawnen, dann muss ich die Route gleich nochmal laufen. Die respawnen auf jeden Fall. Die hatte ich hier alle schon. Oder sind die einfach jetzt neu gespawnt? Ah. Weiß nicht, wie lange die brauchen, um zu respawnen, aber dann ist das ja ziemlich geil. Ich laufe jetzt nochmal die Route hier lang, auch wenn ich die an der Wand nicht alle kriege. Kriege ich jetzt die alle wieder? Yeah! Dann konnte ich auch mal die, die da oben mit dabei sind, mitnehmen. Muss ich nur vorsichtig sein, dass ich nicht wieder runterfalle. Oh, die habe ich mir nur ein... Ah, nee, sie sind weg! Nein! Sie sind weg! Okay, du hast einen Schau, du hast 300. Ja, können wir ja mal nachgucken hier, Event. Ja, den ersten Schau habe ich. Da bringen wir plus 60 XP und plus 8 Ringe. Das könnte wahrscheinlich sogar besser sein als den Schau, den ich schon habe. Weil ich habe den hier und den hier. Die sind schon besser, die ich hier habe. Aber auch nur, weil sie schon so hoch gelevelt sind. Ich würde sagen, ich packe den hier weg. Da kann ich mehrere ausrüsten. Warte mal, der hier ist auch so viel besser als der hier. Den will ich nicht mehr. Aber dann will ich den hier haben. So, die respawnen, weil dann kann man die 5000 leichter finden. Ja, vielleicht sind die auch respawned, als ich die 300 zusammenbekommen habe. Ich weiß es nicht, was der Trigger war, dass die respawned sind. Weil die haben ja auch auf jeden Fall eine Weile gebraucht, bis sie dann respawned sind. Und kurz danach waren sie auch schon weg. Was ist eigentlich das Max-Level jetzt? Keine Ahnung. Es gibt ein Egg, das kostet 120.000 und da sind gute Chow drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt keine guten Chows über keine guten Eggs. Die sind alle random gepreist. Mir wurde gesagt, ich soll mir irgendwelche für 1 Million holen. Deswegen spare ich auch auf die Millionen. Irgendwann mal. Vielleicht. Willst du mal hier hochlaufen? Oh, bin daneben. Na gut. Gehen wir einfach in die nächste Welt. Kann ich einfach... Ich glaube, das hier mache ich einmal. Hallo? Oh, jetzt haben wir noch mehr Anlauf. Yeah! 1500 Ringe. Sehr gut. Dann hier nochmal durch. Und... Hä? Hier ist eine unsichtbare Wand. Was soll das denn? Hier kann doch keine unsichtbare Wand sein. Ich wollte jetzt einfach episch hier hinspringen und dann in die nächste. Aber das hier sah doch auch mal anders aus. Das war doch vorher... Hier war doch vorher das fette Portal außenrum. Dass man teilweise nicht berühren konnte. Naja. So, ich mache jetzt einfach nur die Obby hier. Komme in die nächste Region. So, dann sind wir beim Emerald-Hügel. Es gibt diesen neuen Ladescreen, der zu weit unten positioniert ist. Und, ach, zufälligerweise sind die Kristalle da. Dann gönne ich mir die Kristalle. Und wir gehen die Route hier einfach mal lang. Warte, den nehme ich mit. So, und die nehme ich mir auch mit. Und da habe ich schon wieder welche übersehen. Warum sind die so gespreadet? Unfair. Das Spiel will mich unten halten. Das Spiel will, dass ich nicht alle Kristalle kriege. Oder mein fehlender Skill will das. Wie alt bist du, Conny? Ich bin mindestens 93 Jahre alt. Ich muss im Zickzack laufen. Ich kann nicht im Zickzack laufen. Okay, hier ist nichts. Habe ich mir eingebildet, dass hier was ist. Aber hier haben wir wieder welche. So, Zickzack, Zickzack. Falsches Zickzack. So. Ich muss nicht ganz so Zickzack laufen, weil man kann ja auch einfach so leicht dran vorbeilaufen. Man sammelt sie trotzdem ein. Yeah, mein Blue Chow Pad ist 48. Wo sind die ganzen Kristalle hin? Warte mal, die sind jetzt wirklich neu gespawnt. Das ging jetzt wirklich schnell. Oder habe ich... Nee. Ich habe diesmal nicht ein Go erreicht. Also, die respawnen, glaube ich, in zufälligen Intervallen, aber dann auch alle auf einmal. Anders kann ich mir das nicht erklären, aber sie sind jetzt schon wieder weg. Oder sie respawnen einfach kurz, bevor sie zurückkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wer ist das Spiel? Das Spiel heißt Sonic Speed Simulator. Das ist halt so ein Roblox Speed Simulator, wie man sie kennt. Aber Sonic Theme. Ich bin hier einfach rübergeflogen. So, gönnen wir uns. Und dann würde ich sagen, oh, habe ich nicht geschafft. Gehen wir einfach in die nächste Region. Weil erfahrungsgemäß kommen die Kristalle wieder dann, wenn wir in der nächsten Region sind. Und hier ist es jetzt auch kälter. Also noch kälter als es beim... Als das letzte Update rauskam, meinte ich ja, hier wurde jetzt so ein blauer Filter rübergepackt, aber es war so ein helles, freundliches Blau. Ah ja, stimmt, man muss hier links, habe ich ganz vergessen. Und jetzt ist es so ein dunkleres, düstereres Grau, was ich auch nicht schlecht finde. Also sie arbeiten auf jeden Fall zwischen den Updates an ihren Shadern, beziehungsweise falls man das Shader nennen kann in Roblox. So, wir laufen einfach mal durch. Die Kristalle sind noch nicht gespawnt, sonst hätte ich die direkt schon gesehen. Aber wir warten kurz, bis sie spawnen. Ich könnte ja auch einfach mal so Daily Rewards einsammeln und bekomme... Oh, das ist jetzt zu klein. 300 Ringe. Yeah. Und schon wieder so klein und Erfahrung. Yeah. Okay. Wo bleiben die Ringe? Wo bleiben die Ringe? Okay. Genug geschrien. So, die Kristalle sind aber da. Ich sammle jetzt alles ein. So. Wie viel habe ich? 542. Von 1000 für den nächsten Schau. Okay. Ah, meine. Dankeschön. Die gönnen wir uns. Dann gönnen wir uns die hier. Den auch. Und wo sind die nächsten? Bestimmt am Spawn. Zumindest in Richtung Spawn. Wo sind sie? Wo sind die Kristalle? Die Map fand ich schon immer doof. Hier findet man nicht mal richtig Kristalle. Aber das ist wirklich so eine richtig unfertige Zwischenmap. Die hätten die Map hier zwischen den Updates weiter ausbauen können. Aber ich verstehe auch, dass sie es nicht gemacht haben. Weil wer würde es jetzt noch appreciaten? Also großartig. Was hätten sie jetzt davon?
dass sie diese blöde Map jetzt etwas weniger blöd machen, wo sie ihren Ruf schon weg hat. Oder wer von euch mag diese Map? Ich glaube, ich habe so fast alle Kristalle, die es auf der Map hier gibt, eingesammelt. Ich gehe einfach rüber in... Ich brauche 10 Wiedergeburten für Hilltop? Ey, warum? Vor dem letzten Update konnte ich da noch chillen, jetzt nicht mehr oder was? Na gut, dann brauche ich halt noch ein paar mehr Rebirths. Ey, ich mochte aber Hilltop. Ich war im letzten Livestream so glücklich, dass ich dafür keine extra Wiedergeburten brauchte. Kommen die nächsten Kristalle dann in Top Hill? Nein, die Kristalle, die kommen überall. Es ist egal, wo du bist. Die Kristalle spawnen in jeder Welt. Und ich gucke mir einfach die verschiedenen Welten an, weil ich gucken wollte, wo man am besten farmen kann. Und ich würde sagen, hier kann man auch am schlechtesten farmen. Hier gibt es halt weniger Strecken, die man entlang laufen kann. Und dementsprechend auch am wenigsten, wo man was finden kann. Ich gehe wieder zurück zum Spawn. Oh mein, oh. Ich habe gerade einen WASD-Fehler. Ich kann nicht mehr... Ich drücke W gar nicht, Leute. Ich drücke gerade nichts an meiner Tastatur und er läuft die ganze Zeit geradeaus. Ich hoffe, der Fehler ist jetzt weg. Nein, nein. Ich drücke nichts. Ich drücke nichts, Leute. Ich drücke nichts. Okay, ich Charakter zurücksetzen. Okay, das Spiel ist verbuggt. Yay. Na gut, dann spiele ich einfach nur noch mit der Maus. Ich kann nicht mehr anhalten. Sonic, aber ich kann nicht mehr anhalten. Na ja, gut, ich kann S drücken. Dann bremse ich mich langsam ab, wenn ich diesen mache. Aber ich kann halt grundsätzlich nicht mehr aufhören, geradeaus zu laufen. Na gut, dann muss ich ja mal den Server wechseln. Hilltop ist meiner Meinung nach die beste Map. Meiner Meinung nach auch. Auf jeden Fall. In Hilltop kann man mega gut farmen. Ja, kann ich mir vorstellen, weil Hilltop hat so viele geile Strecken, die man einfach langlaufen kann. Auch mit hohen Geschwindigkeiten. Und ich hätte da jetzt so gerne gefarmt, aber ja gut. Das war's dann, ne? Kein Hilltop mehr für mich. Und hier gibt's gerade auch keine Kristalle. Ich redeem einfach hier wieder diesen... Sachen unbekommen. Ja, danke. Ich bin heute. Mir ist heute auch ganz schön unbekommen. So, wie sieht's aus? Ich habe einen schon unlocked. Ich brauche 1000. Ich habe 500 nur. Ich hätte jetzt so viel mehr haben können, wenn ich nicht in dieser blöden Welt gewesen wäre. Naja. Laufen wir hier einfach ein bisschen lang, bis die nächsten Kristalle spawnen. Ja, ich bleib überall festhängen. Oh, hier kann man drunter durchlaufen. Das ist ja auch interessant. Übrigens, wenn ihr seht, dass ich so ganz komisch irgendwo gegenlaufe, liegt das daran, dass ich den Chat lese. Und währenddessen, ohne hinzugucken, weiterspiele. Dann kommen da immer solche komischen Runs bei rum. Aber da sind die Kristalle und ich habe die meisten wieder nicht mitgenommen. So, hier hinter waren dann aber keine mehr, richtig? Na doch. Ah, ich habe alle nicht mitgenommen. Ich habe alle nicht mitgenommen. Ich laufe jetzt trotzdem weiter. Ich nehme sie beim nächsten Mal mit. Bin schon wieder zu schnell. Da unten. Oh, ich bremse. Ganz langsam. Ich will die alle haben. Danke. Bitte, danke. So. Hier müssten noch wieder welche kommen. Ja, da kommen welche. Gönne ich mir. Die hier gönne ich mir auch. Und die hier auch. Den da auch, bitte. So. Jetzt kann ich die, die ich vorhin nicht mitgenommen habe, mitnehmen. Die hier vor allem. So. Und dann glitze ein bisschen. Guckt euch an, wie viele ich hier einfach liegen gelassen habe. So. Und dann laufe ich zurück zum Spawn, weil direkt am Spawn gab es ja auch nochmal eine Reihe von welchen. Mehrere Reihen. So, und die hier noch. Aber ich werde dann gleich nochmal in die nächste Welt gehen, weil die Welt hier, die gefällt mir nicht so zum Farmen. Die ist halt so klein. Die ist zu klein, um so schnell zu laufen. Ich meine, sie ist groß, aber sie ist, es gibt halt viele Stellen, wo ich halt so schnell nicht wirklich durchmanövrieren kann. Kann man da hoch? Nee, das bringt mir nichts. Ich sehe aber auch keine Kristalle mehr. Sind sie schon wieder despawned? Nee, sind sie nicht. Dann habe ich schon wieder irgendwelche Spots falsch in Erinnerung. Na gut, dann gucken wir einfach woanders lang. Hier? Nee. Da. Hui. So. Du kannst dich langsamer stellen in den Einstellungen. Oh, das könnte ich mir mal angucken. Einstellungen. Tempo-Prozent. Kraft-Prozent. Okay. Okay, Amy ist jetzt weg. Ich bin jetzt langsamer. Ist doch auch schön. Ich bin einfach dran vorbeigeflogen. Na gut, ich habe ja auch meine Kraft noch auf Max. Naja, wir gehen einfach jetzt langsam wieder rüber in die nächste Welt. Und wenn wir da sind, dann spawnen hoffentlich die Kristalle wieder. Und ja, ich weiß, ich kann mich teleportieren, aber ich mache die Orbe hier gerne. Ist es besser? Es ist ein bisschen besser. Ich weiß jetzt nicht, also... Ich kann es ja auch alles schlecht einschätzen. Ich kann auf jeden Fall besser manövrieren, wenn ich ein bisschen langsamer bin. So, redeem jetzt nochmal was. So, und unbekommen. Ich liebe es. Eine Handvoll Ringe sind halt nicht mehr viele. Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch so unbekommen. So, er ist schon wieder vorbei. Yeah. Wo bleiben die Kristalle? Ich habe keine Ahnung, wo die Kristalle bleiben. So, wir sammeln jetzt aber die Kristalle ein, die gespawnt sind. Und das ist schön, hier gibt es so viele. Hier gibt es so viele. So, und wo ich die alle habe, gehe ich dann meine Lieblingsstrecke hier jetzt nochmal runter. Natürlich die vom Spawn alle mitnehmen. So. Wir dürfen keine Kristalle zurücklassen, außer die an der Wand, weil die treffe ich sowieso nicht. Ich bin zu blöd, um hier an der Wand zu laufen. War der Riesenroboter da eigentlich schon immer? Ich glaube, der ist neu, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich den immer übersehen habe. Na gut, ich habe mir die Map aber auch noch nie so als Gesamtkulisse angeguckt. Nein, gib mir den. Nein, nein. Egal. Ich wollte hier runter, Leute. Ich wollte runter. Ich hatte keine Lust mehr, da oben zu sein. Ihr kennt mich doch. So bin ich. Ja, so kennt er mich doch. Ich wollte einfach mal wieder runter. Ein bisschen Freiheit genießen. So, da hinten sind wieder ein paar Kristalle. Und dann hole ich mir nochmal die von da vorne ab. Weil die sind jetzt auch wieder alle neu gespawnt. Yeah. Und wenn die jetzt nicht alle sofort despawnen... Dann kriege ich die 1000 zusammen. Dann kriege ich auf jeden Fall die 1000 zusammen. Bitte nicht despawnen, Kristalle. Bitte einfach da bleiben.
Danke. Bitte da bleiben. Bitte da bleiben. Nochmal die Route lang. Ich habe welche übersehen. Guck mal, die hier sind nicht despawned. Also tatsächlich, es respawnen nicht alle Kristalle. Weil die an der Wand waren ja jetzt größtenteils weg. Oder respawnen die erst. Oder respawnen die nur dann, wenn ich ihren kompletten Track leer gemacht habe. Weil mir würden da welche einfallen, deren kompletten Track ich leer gemacht habe. Ich treffe nicht mehr. Leute, ich bin zu blöd. Das hatte ich noch nie, dass ich das Ding nicht gekriegt habe. Ich glaube nur, weil ich es will. Weil ich es jetzt zu sehr will. Jetzt will ich schon versuchen, das mit diesem Auto eben beim Jumpen zu kriegen. Dann lasse ich es einfach sein. Wir holen uns einfach die Kristalle hier, machen nochmal einen anständigen Run und die Kristalle sind weg. Okay. Und jetzt schaffe ich es natürlich, wo die Kristalle nicht mehr da sind. Guck mal, das Ding hier war schon. Ich glaube, ich habe das Ding hier wirklich nie erkannt, weil ich, wenn ich hier war, so nah dran war. Ich glaube, der Roboter hier war schon immer. Ich habe ihn einfach nur nicht gesehen. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht gesehen. So, ich würde aber sagen, ich gehe jetzt in die nächste Welt rüber. Dafür natürlich nochmal hier lang. Hä, warum in die Richtung? Hä? Danke, Spiel. Danke, Spiel. Ey, aber auf dem Turm war auch immer eine Karte drauf. So, und jetzt Hilltop-Obby. Oder Hill-Obby. Hilltop kann mich ja leider nicht hin. Emerald Hill. Danke. Danke, Kamera. Weiß nicht, was die Kamera eben gemacht hat, aber... Okay, nein! Hä? Ich habe gar nicht Leertaste gedrückt. Also, doch, ich hatte es, glaube ich, gedrückt gehalten noch. Das war, glaube ich, mein Problem. Nein! Dieser Moment, wenn man zu früh die Leertaste drückt und dann statt einem Sprung einfach so ein Boost oder so ein Dash wird. Ich muss einfach wirklich warten, bis ich auf jeden Fall den Boden berührt habe. Weil sonst macht er diesen... So, und in Emerald Hill holen wir uns jetzt nochmal die Gems, die gerade gespawnt sind, oder die Kristalle. Sind's ja. So. Und... Nein, ich habe schon wieder welche übersehen. Eine Menge sogar, aber ist mir egal, ich laufe jetzt weiter. Impossible! Ja gut, ich habe jetzt den nächsten Schau freigeschaltet. Dr. Robotnik, ich denke, das wäre unmöglich, aber ich glaube, das denkt er doch nicht wirklich. Ich meine, warum hat er die überall auf der Welt verteilt, wenn ich die auf keinen Fall haben soll? Die liegen einfach rum immer. Ist ja dumm. Der hätte die Kristalle doch einfach zerstören können oder so. So, meint ihr, wenn ich diese Strecke nach oben gehe, dass da Kristalle zu finden sind? Also ich meine, das könnte gut sein. Ja, hier sind ein paar Kristalle, immerhin. Aber hier in der Luft hätte ich auch gern welche. Aber die Kristalle, die man hier findet, sind jetzt echt nicht so viele. Ey, aber immerhin wird man auch mal angeleitet, auf die Säule raufzuspringen. Auf die Säule bin ich, glaube ich, noch nie raufgesprungen. Das ist doch mal was. Meint ihr da hinten? Meint ihr, das bringt was, wenn ich jetzt versuche, dort hochzukommen? Yeah, hier oben sind auch noch Kristalle. So, und 3000 Ringe. Und dann hole ich mir noch die Kristalle hier. Und ich hole mir dann auch noch die Ringe aus dem Ding. Oh Gott, ich habe nicht genug Laufgeschwindigkeit, weil ich das 50% gestellt habe. Na gut, dann doch nicht. Aber ich hole mir die, die hier respawned sind. Zumindest größtenteils. So, dann laufe ich nochmal zurück zum Spawn, weil hier werden jetzt auch alle respawned sein. Ja. Nein, sie sind weg. Ich habe mich gerade gefreut, noch einmal die Strecke lang zu laufen. Na gut. Ich wollte gerade in die nächste Region gehen, aber es bringt mir ja nichts, weil die nächste Region ist blöd zum Farmen. Und zu Hilltop komme ich ja gar nicht hin. Ich brauche dafür ja 10 Rebirths. Na gut. Dann redeemen wir einfach nochmal. Ich will nochmal. Gib mir nochmal. Na gut, dann nicht. Ich weiß gar nicht, welche Region ich besser finde zum Farmen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde die Hilltop-Obby am besten finden. Aber da komme ich ja nicht hin. Und dann kann ich mich jetzt nicht entscheiden zwischen Lost Hill und einfach Emerald Hill hier. Oh, schon wieder ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel Kraft und ein bisschen zu wenig Speed. Ja. Und tada. Ein Rennen? Ja klar mache ich das Rennen mit. Bin ich der Einzige? Hallo, Leute? Na gut, immerhin. Ja, yeah, ich habe es geschafft. Ich bin Erster. Die Rennen sind auch immer so lächerlich, einfach geradeaus laufen. Die meisten Rennen zumindest. Es gibt ein paar Rennen, die ein bisschen länger sind und wo man ein bisschen links-rechts laufen muss. Aber hier kommt es ja wirklich nur auf Speed an. Nein, ich bin wieder daneben. Na gut. So, ich würde aber sagen... Ah, guck mal, die Kristalle sind da. Aber bevor ich sie mir hole, gehe ich auf meine... Ciao. Ich rüste trotzdem diese Chaos hier aus. Und dann den hier. Machen wir einfach so rum. Wird schon passen. Und wir sammeln den nächsten Kristalle ein. Okay, was mich hier tatsächlich stört an der Map ist, die Kristalle sind eher am Anfang konzentriert. Und hier hinten gibt es sie immer nur auf solchen Feldern. Ich meine, hier könnten zum Beispiel Kristalle sein, meinetwegen. Aber sind sie halt nicht. Die sind nur da vorne ab dieser Kreuzung und dann in alle möglichen Richtungen. Okay, das waren jetzt ziemlich wenig. Die müssten doch überall Kristalle sein, hä? Wie die Kristalle sind appeared? Wo sind sie denn? Die müssten hier sein. Okay, danke, Spiel. Kristalle sind nicht da. Dann gehe ich wenigstens zu den Anfangskristallen. Hier. Okay, dann vergiss es. So. Ja, ich hätte jetzt gern schon mal ein bisschen mehr Kristalle. Sonst muss ich wahrscheinlich doch Lost Hill gehen. Ja, ich habe immerhin schon ein Drittel von dem Skin. Und es wird spät. Also, eigentlich wird es nicht spät. Aber weil ich heute arbeiten muss, muss ich wahrscheinlich gleich wirklich schon Schluss machen. Boing, boing. Ja, immerhin sind die Kristalle hier oben noch da. Nein! Gönne ich mir die hier noch. Und dann gönne ich mir die hier. So. Da unten gönne ich mir erstmal nicht, weil ich stattdessen darüber möchte. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht wieder zu hoch. Ich fliege ein bisschen zu hoch, aber nicht zu weit dieses Mal. Und, oh Gott, ich hätte das fast nicht geschafft. Nein! Als ob die jetzt schon wieder weg sind. Das war ja viel zu kurz. Das waren noch keine 3 Minuten, oder? Das waren noch keine 3 Minuten. Na gut, ich gehe auf jeden Fall zu Lost Hill zurück. Hey, was war das denn?
Wenn ich hier reingehe, laufe ich die Obby dann in die falsche Richtung zurück? Das habe ich ja noch nie probiert. Ja, sieht so aus. Aua. Nein. Oh, nein. Die Emotionen, die gerade durch mich durchgehen. Könnt euch das nicht vorstellen. Okay, ich schaffe das so nicht. Ich will es noch einmal probieren. Ja. Ja, okay. Es war nicht sehr elegant, aber ich habe es so geschafft. Ich hätte jetzt aber schon gerne ein paar Kristalle, die spawnen. Du kannst bei Start in Hilltop gehen. Nee, ich kann nicht in Hilltop gehen, weil für Hilltop brauche ich 10 Rebirths. Und ich habe keine 10 Rebirths. Na ja, gehen wir hier aber mal zum Start. Und schon wieder daneben. Das kann doch nicht wahr sein. Immer wenn da die Kristalle sind, schaffe ich es nicht. So, jetzt bin ich so langsam, da kriege ich es auch hin. Da kriege ich es jetzt auch endlich hin. So, und dann kann ich mir jetzt noch ein paar weitere gönnen. Oh, ich kann rebirthen, aber ich werde noch nicht rebirthen. Vorher will ich noch hier rüber. Ich hätte vielleicht mit mehr Speed rüber gehen müssen. Okay, ich werde rebirthen. Rebirth. So, die hier auf jeden Fall mitnehmen. Die da auf jeden Fall mitnehmen. Gib sie mir. Hier die paar Level noch. Und jetzt die Kristalle schnell. Oh. Na gut. Und die Kristalle brauche ich aber auch. Kriege ich eigentlich XP durch die Kristalle? Ich glaube nicht. Aber ich kann ja einfach mal diesen machen. Boing. Aha. Weiter. Dann eben nicht. Nur weil ich Level 24... mit Level 24 konnte man schon so schnell laufen. Aber ich habe jetzt auch halbe Geschwindigkeit an. Ist mir aber egal, ob ich halbe Geschwindigkeit an habe oder nicht. Ich werde durchziehen. So. Hey. So, jetzt kann ich mir aber endlich Kristalle gönnen. Auch wenn ich sehr langsam bin, kriege ich es endlich hin, nicht an den Kristallen vorbeizulaufen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich gleich doch an Kristallen vorbeilaufe, dann liegt es daran, dass ich so viel schneller geworden bin. Nein, sie sind weg! Oh, die Kristalle sind immer so schnell weg. Ah, ich könnte jetzt aber mal hier auf Redeem gehen, wenn ich XP bekomme. Und ich habe XP bekommen. 364 Erfahrung. Das ist echt nichts. 364 Erfahrung. Also das ist ja wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Na gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Muss los. Yo, yo, ciao. Ich muss gleich meinen Stream auch beenden. Ich glaube, die restlichen Kristalle werde ich dann offscreen farmen. Jetzt habe ich eine Menge Zeug, das ich offscreen farmen muss. Und ihr habt eine Menge weitere Videos von mir zu schauen und zu liken. Lasst ein Abo da. Bis dann und ciao.